machen Sachen. Willkommen zum Devlog Nummer 2. Es ist jetzt einiges passiert bei unseren Backroom Games. Im ersten und letzten Devlog habt ihr gesehen, wie wir das Level an sich erstellen. Unsere schöne Büro-Labyrinth-Geschichte für die Lobby. Und es ist einiges passiert. Die letzten Wochen habe ich mich halt an die Monster gesetzt. Dann haben wir schon ein großes Stück von dem, was wir für das Spiel oder für die Spiele-Demo erstmal brauchen, ja fertig. Wir haben ein Level, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben Monster. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Ohne Feind macht das Ganze ja keinen Spaß. Und danach können wir uns an die Feinheiten setzen. Aber man muss ja generell, wenn man ein Spiel erstmal macht, man muss ja von grob nach fein arbeiten. Man muss erstmal ein Level haben. Man muss halt gucken, ob die Mechaniken, die vorhanden sein sollen, funktioniert. In unserem Fall halt Monster und so weiter. Wir werden nach und nach auch noch verschiedene Events einfügen. Auch wir haben ein gescriptetes Monster. Da habe ich noch nicht viel gemacht, weil da fehlen auch komplett die Animationen. Ich habe mich primär an einen anderen Monstertypus gesetzt, der halt nicht gescriptet ist, der quasi random durch die Gegend läuft und dann halt auf dich reagiert, je nachdem, ob er dich sieht oder ob er dich hört, wird er dann halt mit dir interagieren. Ich habe das momentan so gemacht, dass wir eine Lebensanzeige haben und halt nicht, wie man das von vielen, vielen Spielen kennt, dass man halt bei halt Kontakt mit dem Monster halt einen Jumpscare kriegt und stirbt. Das fand ich jetzt für die Art von Level, die wir gerade haben, dadurch, dass das Labyrinth doch sehr, sehr viele Sackgassen hat, doch sehr unfair, dass man halt sich einfach auch nicht wehren kann. Momentan hat man auch keine Möglichkeit, großartig das Monster halt in seinem Tun zu hindern. Ich wollte erstmal eine Mechanik einbauen, dass man halt verschiedene Sachen werfen kann, um ein Monster abzulenken. Momentan habe ich das leider noch nicht geschafft. Ich habe es erstmal geschafft, dass man halt pfeifen kann, um das Monster in irgendeiner Weise erstmal zu manipulieren. Aber Nachteil ist, wenn man pfeift, das Monster weiß, wo du stehst. Man muss das halt sehr, sehr clever nutzen. Ein Vorteil ist, man hat sehr viele Wände, dass man halt die Sichtkontakt zu dem Monster sehr schnell verlieren kann. Ja, und die AI, ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht so stark drin in dem AI. Ich habe jetzt eine sehr, sehr simple AI erstellt. Ist meiner Meinung nach auch für das, was wir vorhaben, erstmal ausreichend. Also die Monster sind jetzt nicht sonderlich hochgradig intelligent, sondern sie laufen erstmal blind durch die Gegend oder laufen einfach random durch die Gegend, bis sie dich dann halt sehen oder hören. Wenn sie dich hören, schauen sie erstmal nach. Also sie machen eine, ja, die suchen erstmal, wo das Geräusch herkam. Und dann halt auf Sichtkontakt rennen sie den leer und greifen nicht an. Also ist jetzt nichts mordsmäßig Kompliziertes. So wie man das halt standardmäßig von vielen, vielen, vielen Sachen kann. Mehr kann ich noch nicht machen. Wie gesagt, geplant ist eine Mechanik, dass man werfen kann und die so ein bisschen ablenken kann. Dass man sie halt, ja, so Stealth-Game-mäßig halt einfach irritieren kann. Bis jetzt funktioniert das nicht. Ja, und in der Zeit, auf die ich auf die restlichen Animationen warte, um auch das zweite Monster final zu fertigen oder halt auch vielleicht das dritte Monster, was gescriptet ist, final zu fertigen, mache ich halt momentan kleine Arbeiten, die jetzt halt noch nicht so wichtig sind. Ich sage, man muss ja wie gesagt beim Spiel von grob nach fein arbeiten. Ich habe jetzt viel Menüzeug erstellt, also wir haben Hauptmenü, wir haben Optionsmenü, wo man verschiedene Sachen einstellen kann. Wie jetzt, wie groß ist das Fenster von der Auflösung her, Schatten, wie werden die dargestellt, Texturen, wie werden die dargestellt, wie stark, dass man halt auch auf, je nachdem, was für einen Computer man hat, man dann das anpassen kann. Mir fehlt in dem Fall noch die Audiosachen, die muss ich noch finden, wie man die einstellt oder wie ich die dann halt vernünftig ins Menü packe. Das habe ich noch nicht herausgefunden, da setze ich mich jetzt demnächst wahrscheinlich dran. Wir haben zwei Charaktere, mit denen wir spielen können. Einmal einen männlichen und einmal einen weiblichen, sodass man sich das aussuchen kann, was man am liebsten möchte. Wir haben einmal den Adam als Mann und einmal die Megan als Frau. Auch das Character Select funktioniert und wie gesagt, diese ganzen Menügeschichten, die funktionieren soweit alle ganz gut. Das Ende funktioniert auch von der Demo, das habe ich jetzt im Stream erstellt. Vielleicht war ja ein oder andere dabei, der hat gesehen, ich habe mir ein bisschen doof angestellt, aber momentan funktioniert es. Wie gesagt, wir haben einen Anfang vom Spiel, wie man es reinkommt mit, mir geht durchs Menü durch, mit Start drücken und so weiter, Charakter auswählen und ist dann im Spiel. Was mir dann halt, als nachdem die Monster fertig sind, bräuchten von meiner Kollegin, wäre dann halt ein Vorspann, warum wir überhaupt da sind, so eine Cutscene vor dem Anfang. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal wichtig, dass die Monster funktionieren. Das ist jetzt erstmal die Main Basic von dem Spiel. Wenn die Monster funktionieren, ist er schon mal ja, zwei Drittel quasi vom Spiel fertig. Den Rest sind halt Feinheiten und Schönheiten, die man machen kann, damit das alles schöner aussieht und mehr spannender ist, dass man halt
andere Events erstellt, wie man geht um die Ecke und ein Licht geht auf. So, das fliegt irgendwas einmal komplett durch den Bildschirm durch oder sonstige Geschichten, so halt Jumpscare-Events oder generell Events, die halt einfach ein bisschen Stimmung aufbauen. Vielleicht mal ein bisschen Nebel rein, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ein paar Geräusche und so weiter. Oder generell eine Soundkulisse haben wir momentan noch nicht. Bis jetzt habe ich Sounds nur für Schritte, also für das Laufen, weil ich das ja brauchte, um zu gucken, ob das Monster auf Schritte reagiert und es auch nicht auf generell alles reagiert. Aber ansonsten haben wir noch keine wirklichen Sounds im Spiel. Da setze ich mich vielleicht die Tage mal dran, während ich warte, bis die Animationen fertig sind, dass ich halt so Kleinigkeiten nebenbei mache, bis ich ja meine Animation kriege. Ich bin auch überlegen, ob ich eins der Monster überarbeite, weil so ganz gefällt mir das optisch nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur sage, okay, ich packe da einfach noch eine andere Textur drüber. Aber es sieht nicht so aus, als würde das halt ins Spiel passen. Es sieht halt mehr so aus, als hätte man einen PlayStation 2-Charakter in einen PlayStation 5-Spiel gepackt oder so. Das optisch passt das nicht so gut. Vielleicht mache ich das demnächst, dass ich halt das Charakter ein bisschen überarbeite, ein bisschen, ja, ein bisschen feiner, ein bisschen mehr Details reinmachen. Bei Horror funktioniert es immer mal ganz gut, dass man mehr Details in den Charakter steckt, damit das halt kruder aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das so lange. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich halt das Monster so mache, dass es über das gleiche Rig passt. Dann ist das alles so kein Problem. Ja, und dann würde ich sagen, danke, dass ihr so weit geguckt habt. Danke, dass ihr Interesse an dem Spiel habt. Wie gesagt, wenn es weiter gut läuft, können wir vielleicht in ein paar Wochen eine Testversion rausgeben. Und ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.